Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Reingeschaut. Heute spielen wir Slimevolution. Ja, ich krieg nichts erklärt, ich lande einfach direkt hier. Kein Startbildschirm, kein gar nichts. Das ist, wo ich lande. Jetzt kann ich hier raten, mit welchen Tasten ich mich bewegen kann. Okay. Es ist nicht mit Pfeiltasten, es ist nicht mit ABC. Es ist nicht durch Klicken. Was müssen wir tun? Ah, warte, da. Ah, ist doch ABSD. Okay, wir können die Blumen fressen. Wir sind dieser kleine Schleim und laufen da rum. Ja, jetzt haben wir Speed Up. Darf uns das wahrscheinlich nicht treffen, schätze ich mal. Wir fressen einfach mal hier die Blumen. So, nächste. Attack Up. Ja, was habe ich denn für Attack? Welche Taste ist es? Ich drücke mal so ein paar Tasten zwischendurch. Ah, da. Ah, mit den Pfeiltasten, okay. Man läuft also mit AWSD und man schießt mit den Pfeiltasten. Ist ja ähnlich wie bei Binding of Isaac. Oh, da kann man auch Fleisch essen, das ist gut. Wenn man nicht mehr nur Hunger auf Blumen hat, dann kann man auch Fleisch essen, okay. You evolved two times, okay. Verstehe, also wir müssen versuchen zu überleben und wenn wir getroffen werden, sind wir direkt weg. Und er sagt uns am Ende, wie oft wir evoliert sind. Evoliert? Sagt man das evoliert? Wie oft wir in der Evolutionsstufe aufgestiegen sind. So, wo sind die Gegner? Okay, ich kann noch nicht schießen jetzt am Anfang, weil ich habe keine Attack Speed. Ah, das macht Sinn. Ich muss also erst wirklich Pflanzen essen. Gerade waren irgendwie mehr Pflanzen am Start, oder? Die wachsen wahrscheinlich zufällig. Gerade habe ich ein bisschen länger gewartet, bis ich mit der Aufnahme angefangen hatte. Da standen natürlich schon ein paar Pflanzen. Vielleicht ist das das Geheimnis. Am Anfang erstmal ein bisschen warten, bis mehr Pflanzen stehen. Um schon mal die ersten, bis man schießen kann, zu überstehen. Naja, so schwer ist es jetzt nicht. Man muss ja nur ein bisschen ausweichen. Jetzt können wir schießen. Okay, dreimal muss man die treffen. Zumindest diese Gegner. Komm, einen noch, dann haben wir die nächste Stufe. Fire Raid. Okay, viel schneller ist es jetzt irgendwie nicht. Oh, da kommt ein Krokodil. Okay, noch eins. Okay, das funktioniert. So, da hinten kommt noch eins. Läuft das auch noch von rechts nach links durch oder wird es mich auch nach oben verfolgen? Ne, es läuft nur durch, okay. Da kommen die Fledermäuse und die. Jetzt gibt es natürlich eine Paarung, das ist gut. Oh ja, bitte, mehr Fleisch. Den erwische ich nicht mehr. Muss ich aber auch nicht. Nein, vier Times. Ich sollte echt ein bisschen. Ich warte jetzt mal ein bisschen ein paar Pflanzen ab und erzähle vielleicht noch ein bisschen was. Was denn? Naja. Ich sollte ein bisschen aufpassen, dass ich nicht erwischt werde. Viermal evoliert, das ist eine evoliert. Ich nenne es jetzt einfach evoliert. Wenn man in der Evolutionsstufe aufsteigt, dann evoliert man. Das sollten wir einführen. Evoliert. Habe ich letztens erst ein Spiel mit Evolution gespielt? Irgendwie sowas, ja, ne? Oh, es ist eine Pflanze unter mir gespawnt. Boah, der ist so schnell. Ich drehe am Rad, wie schnell er ist. So, jetzt sehen wir, das geht ja schon mal viel schneller. Ach, schießen können wir ja noch nicht. Da oben ist eine Pflanze, die sehe ich gar nicht. Die sich versteckt. Da hat. Da noch wieder eine da oben. Oh, da war zwei sogar. Jetzt kann ich schießen. Jetzt kommt Fledermäuse. Gebt mir eure Fleisch. Die tauchen doch sowieso da auf, wo ich bin, oder? So. Die Pflanze rennt ja nicht weg. Oh, das war knapp, würde ich sagen. Jetzt kommen die Krokodile von der Seite. So, schneller, okay. Die Pflanzen lassen wir stehen, die wachsen ja gleich, die kann ich gleich noch essen, dann kann ich vielleicht die nächste Evolutionsstufe ein bisschen schneller erreichen. Das ist doch ein Trick, oder? Na, wenn sie natürlich im Weg sind, nehme ich sie natürlich mit. So, den auch noch, okay. Jetzt müsste ich ja gleichzeitig auch noch die Fledermaus kommen, genau. Jetzt gehe ich mal die Pflanzen fressen, die natürlich jetzt kaum noch was bringen. Okay, so. Ich denke mal, die Krokodile geben am meisten, deswegen schieße ich die als erstes ab. Und nur wenn ich noch Zeit habe, doch zwischendurch auf die Fledermäuse, die jetzt noch zwei Schuss brauchen. Und die brauchen vier Schuss, okay. Na, schade. Ich kann ja immer versuchen, beides zu erreichen. Aber dann muss die Fledermaus schon unter mir direkt auftauchen. So, jetzt kriege ich nicht mehr das Krokodil. Doch, das kriege ich noch. Was ist das? Keine Ahnung, das habe ich gerade oben nicht gelesen. Auf jeden Fall fliegt es rum und macht alles mögliche kaputt. Oh, was ist das für einer?
Alter, der verfolgt mich. Oh, der gibt aber Essen. Cool. Wenn davon mehrere gleichzeitig kommen, dann sehe ich aber bald schon alt aus. Nein. Einmal machen wir das ganze Game noch. Ich kann euch am Anfang, ja. Ich mache schon mal so ein bisschen Bewertung am Anfang, damit ein paar Pflanzen spawnen. Ja, wie sieht's aus? Es sieht sehr billig aus von der Grafik her. Die Pflanzen, man kann sie angedeutet erkennen. Der Hintergrund ist sehr schnell sehr langweilig. Also da ändert sich ja überhaupt nichts. Achso, ich fange mit Musik an, ne? Die hört man nur im Hintergrund ganz leise. Ich weiß gar nicht, ob ihr die hört. Ja, sehr einfache Musik auch. Ich gebe für die Musik 2 Punkte. Also sie ist zumindest vorhanden und sie ist nicht so nervig. Geräusche, ja, was gibt's denn da? Das Einsammelgeräusch, Schießgeräusche und kaputtgehen. Also es ist nicht so viel Geräusche jetzt, oder? Machen wir mal Aussehen. Aussehen würde ich mir jetzt auch nur 2 Punkte geben. Da, ja. Jetzt fangen wir mal an, ein paar Pflanzen einzusammeln. Ja. Gut, es gibt auch diese Geräusche. Bjub. Bevor die erste Fledermaus kommt, bin ich schon im Textbeat. Das hat diesmal geklappt. Also meine Idee, da ein bisschen zu warten, ist schon aufgegangen. So habe ich nur eine Fledermaus quasi verpasst, die ich nicht abschießen konnte. Oh Mann. Oh Mann. Also hätte man wenigstens vielleicht noch so ein Mal treffen und das kann man vielleicht wieder auffüllen. Irgendwie, das würde ich mir bei solchen Spielen wünschen, dass man nicht direkt beim ersten Schuss kaputt ist. Es kann nicht so schwer sein, sowas einzuprogrammieren, dass man getroffen wird und dann gleich erstmal nur ein Herz verliert. Man hat 2 und dann kann man das, wenn man wieder 10 Sachen gefressen hat, wieder auffüllen oder sowas. Das würde ich mir bei sowas wünschen. Egal. Für die Geräusche gebe ich also auch nur 2 Punkte. Für die Idee und Umsetzung. Ja, das ist mal wieder ein Evolution-Spiel. Ich hatte beim letzten Mal, glaube ich, erst 1. Ist also nicht so die neue Idee. Die Umsetzung ist jetzt auch so, ja. Ich hätte mir gewünscht, dass man so ein bisschen überleben kann, ne? Weil die Fledermäuse halten ja schließlich auch 3 Schuss aus. Deswegen gebe ich auch für die Idee und Umsetzung nur 2 Punkte. Und für den Spielspaß behalte ich mir das noch vor, bis ich hier mal fertig bin. Mit den ganzen. Also bis ich mal aufhöre, würde ich sagen. Genau, dann erzähle ich euch was zum Spielspaß. So. Weil letztendlich kommt es ja auf den Spielspaß an. Oh, die sind so scheiße. Okay, es ist sehr frustrierend, wenn man das erreichen will. Man muss ja jetzt am Anfang hier, ich muss ja auf diese Pflanzen warten. Ich kann natürlich auch sofort aufsammeln, aber das bringt mir überhaupt nichts, weil ich ja trotzdem auf die anderen Pflanzen sammeln muss. Ich kann aber hier schon mal einsammeln. Irgendwie macht es ein bisschen Spaß, aber auch irgendwie nicht. So meine These jetzt gerade. Dadurch, dass man wirklich immer, wenn man tot ist, wieder von vorne anfangen muss, ist ein bisschen nervig. Kann man auch verstehen, ist okay, aber dann bitte doch so, dass man nicht direkt beim ersten Treffer stirbt. Das ist echt. Das macht mich traurig. Also, vielleicht, dass man dann noch weiter rumlaufen kann, so halb verletzt oder so, und dann kann man hingehen und durch genug Pflanzen, die man frisst oder sowas, sein Leben wieder auffüllen oder so. Das würde genau das sein, was ich haben wollte. So, wenn man weit genug weg ist, dann kann man die auch schön erschießen, ohne dass sie einen was tun können. So. Jetzt haben wir Fire Rate ab. So, die fressen natürlich alles hier. Schön, dass sie genau auf mich zukommen. Das ist, macht das nicht sehr schwierig, die Gegner zu treffen. Oder vielleicht soll es gerade deswegen gefährlicher wirken. Ich habe keine Ahnung. Na, den erwischen wir nicht. Manchmal muss man das vielleicht auch ein bisschen liegen lassen, einfach nur, um dann danach das alles einzusammeln. Da ist er weg. Also immer erst den einen, dann den anderen. Besonders den zuerst, der dich nicht verfolgt. Weil die, die dich verfolgen, die kann man immer noch erwischen. Die hole ich mir jetzt nicht, das ist mir zu gefährlich. Ich schaffe noch die nächste Evolutionsstufe. Ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es. Ihr werdet sehen. Ja, den habe ich schon mal jetzt. Ich will auch den nächsten auch noch schaffen. Weil da waren wir noch nicht drin. Oh, der ist schnell. Und vor allem fliegt er mir genau hinterher. Aber er hat auch viel Essen dabei. So muss man ja sagen, ne? Puh. Noch 2 davon, dann habe ich das Level. Dann kommen die wahrscheinlich gepaart mit den anderen, die ich gerade schon hatte. Könnte ich mir vorstellen. Das Ding, was da rumfliegt, macht vielleicht ein bisschen Schaden, aber es macht nicht wirklich viel, ne? Ich lasse es mal da liegen, denn dann kann ich hinterher gleich vielleicht noch ein Level höher aufsteigen direkt. Das ist ein Trick, ne? So,
Da kommt noch einer. Ja, mit den beiden habe ich natürlich schon genug da unten, um die Evolutionsstufe aufzusteigen. So. Die Pflanzen nehmen wir mal mit. Wir lassen so viel wie möglich Essen liegen. Boah, das war schon knapp. Da ist noch einer. Na, warum mache ich denn sowas? Da hätte doch ein Schuss gefehlt oder so. Also, ich gebe für den Spielspaß 4 Punkte, weil es überhaupt nicht zu den anderen passt. Haben wir also 2 für Musik, 2 für Geräusche, 2 für Aussehen, 2 für Ideenumsetzung und 4 für Spielspaß. Macht zusammen 12. Und wenn wir das durch 5 teilen, dann haben wir 2,4 und das reicht noch so gerade eben für 3 Sterne. Das durch den Spielspaß. Obwohl, eigentlich gebe ich für den Spielspaß nur 3. Es regt mich doch ein bisschen auf, dass man so schnell stirbt. Und dann haben wir nur 11. Und wenn wir 11 durch 5 teilen, dann haben wir 2,2 und das macht nur noch 2 Sterne. Das, glaube ich, gefällt mir besser. Der Spielspaß ist zwar da, aber er wird halt sehr gebremst durch dieses Man-ist-so-schnell-tot-Ding. So ist es halt leider. Gut, wir sehen uns beim nächsten Reingeschaut. Bis dahin, tschüss.